Ja, ist er schon ein Guter. Ja, ist er schon ein Guter. Sind wir schon froh, dass wir haben unser Wastel, gell? Magst du ein Fräschen, gell? Hat das Gärchen, hat er Wurst, gell? Es mag er, der Grippi. Ja, ist er schon ein Guter. Ja, ist er schon ein Guter. So, du schaust aber, dass du weiterkommst, gell? Gehst runter zum Frauchen. Das Gärchen muss Coaching machen, gell? Herr Schwindel, wir sind auf Sendung. Ah ja, das stimmt. So, meine lieben beziehungsgestressten Landsleute da draußen, jetzt gibt's wieder Coaching in der Weißbierklasse. Und heute geht's um ein ganz problematisches Thema. Heute geht's um Probleme. Zu mir als Life-Coach und Beziehungsberater kommen ja meistens Leute, die mit einer Mann oder einer Frau irgendein Problem haben. Also selten, dass er mit einer kommt, der kein Problem hat. Mal ja auch mit meinem Weiberts, gell, mit der Gertrude, hab ich seit 35 Jahren Ehe viele Probleme. Es kommen aber auch Leute zu mir, die keinen Partner haben und haben ausgerechnet damit ein Problem. Hey, die einen haben mit Partner ein Problem, die anderen haben ein Problem, eben weil sie keinen haben. Ganz ohne Probleme tut sich der Mensch wohl schwer. Glaubt ihr jetzt, dass der Wastel, dieses Hundsfisch, dass sich der die gleichen Probleme macht wie mir? Der ist ja völlig straight in seiner Personality. Gell, böse rumdackeln, Schwanz wedeln, fressen, bisschen rumscheißen, schlafen, fertig. Kaum Probleme, das Viech. Das unterscheidet uns Menschen halt vom Tier. Hollere Hütte, das Leben, das war rund, war ich doch ein Hund. Jedenfalls, meiner Meinung nach, ist das Problem am Problem nicht das Problem. Probleme gehören nicht einfach zum Leben dazu. Gell, so wie der Semignädel zum Schweinsbraten, weil sie uns ja auch oft weiterbringen im Leben. Das Problem ist meiner Meinung nach bloß unsere Sichtweise. Hey, schau doch, wie versteinert mit Scheuklappen auf dieses depperte Problem. Und wir sehen überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeiten, die so ein Problem eventuell bietet. Wenn ich jetzt da zum Beispiel auf mein Weißbier schaue, das ist ja fast leer. Da deutet sich ein Problem an. Wenn ich jetzt bloß auf das Problem selber schaue, wird doch das Glas leer nicht mehr voll, oder? Blicke ich jedoch auf die Möglichkeiten, die mir dieses Problem jetzt momentan eventuell bietet, schaut doch die Sache gleich ganz anders aus. Ja, wenn ich mal frage, was könnte das jetzt mir bieten? Ja, dass ich vielleicht gerade noch rechtzeitig umschwenk auf eine Weinschorle. Oder dass man mal einen Obstler zwischen die Birne pfeift. Ja, oder einen Schmeizler. Ja. Essen! Komm runter, du Grippe! Na, jetzt ist. Das ist mein anderes Problem. Die Gertrude. Ja, jetzt muss ich aufhören, gell. Ich möchte jetzt nicht, dass das Problem eskaliert. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit euren Beziehungsproblemen da draußen. Geh und immer schön auf die Frage achten, welche Möglichkeiten bietet mir gerade dieses Problem? Also, bis zum nächsten Mal. Hey, wenn du da warst, willst du als Partner einen Engel? Ich helfe gerne. Dein Alfons Schwengel. Ja. Für dich. Ja, pack ich's einmal. Ja, da ist er ja schon wieder. Ja, ist er ein guter, der Wastel. Sind wir schon froh, dass wir noch unseren Wastel. Jetzt komm oben. Geh, das Frauchen hat gekocht.